Josef, heute fliegen wir wieder zurück nach Deutschland. In den letzten Tagen hast du eine Unmenge von Interviews über dich ergehen lassen und mit sehr vielen Gruppen diskutiert. Du hattest hier in den USA, das heißt ganz konkret in New York, in Chicago und Minneapolis, nirgendwo eine Ausstellung, sondern hast nur mit den Leuten gesprochen. Glaubst du nachträglich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gewählt wurde, in Amerika persönlich deine Vorstellungen und Ideen über Kunst und Politik vorzutragen, nachdem du in den letzten 10 Jahren fast alle Einladungen aus Amerika ausgeschlagen hast? Ja, wir sind erstmal Zigarre rauchen. Klaus, ich danke dir. Eine Anhörung mal hier. Diesen Zigarre. Danke. Tu sie da rauf. Also. Die trocken da leider auch. Ja, ich habe den Zeitpunkt für sehr günstig gehalten, denn jetzt ist genau der Punkt erreicht, wo klar geworden ist, dass ich in Amerika niemals auftreten werde mit diesen Vorstellungen von Ausstellungen, die ja in den vergangenen Jahren bestanden haben. Und dass jetzt hier einige Leute ein großes Interesse an diesen komplexen Ideen mit politischen Dimensionen gewonnen haben. Und wir haben ja auch erfahren, dass dort jetzt ein Interesse besteht, weiter mit solchen Ideen da zu kommen. Und ich denke auch, dass das nicht mein letztes Erscheinen in den Staaten war. Also für mich verlief diese Reise überraschend harmonisch. Hast du eventuell den Eindruck, dass wir nur die sogenannte Schokoladenseite zu sehen bekommen haben? Anders gefragt, hast du mit den richtigen Leuten gesprochen? Hattest du nicht den Eindruck, dass wir uns oft zu eng im traditionellen Kunstrahmen bewegt haben? Fast alle Fragen liefen irgendwie immer wieder auf Kunst hinaus. Immerhin willst du ja gerade diesen Kunstrahmen verlassen, mit all dem, was du tust. Ja, richtig. Ich habe das auch so gut wie möglich getan, also versucht. Und mir ist durchaus klar, dass das Stufe 1 ist, nicht? Wir halten ja sehr viel von Stufenplänen, wie du weißt. Und also fangen wir lässig mit Stufe 1 an. Lässig, lässig. Natürlich, aber wir haben nicht die Schokoladenseite gesehen, das würde ich nicht sagen. Wir haben natürlich immerhin noch auf einer Plattform gearbeitet, wo man sagen könnte, die ist bestimmt teils noch vom alten Galeriebegriff, teils aber ist ein neuer Impuls auf dieser Galerieplattform ja doch schon spürbar. Wenn man zum Beispiel Ronald Feldmanns Impuls sieht, tatsächlich sich nur für solche Ideen einzusetzen, die an und für sich nicht verkaufbar sind, dann würde ich sagen, ist das schon ein Fortschritt. Mhm. Gehört also zu Stufe 1. Mhm. Du hast mir vorhin das Stichwort gegeben. Ich habe dich auf dieser Reise nie so viel lachen sehen. Beziehungsweise wir haben nie gemeinsam so viel gelacht auf dieser Reise, obwohl es ja eigentlich in Amerika nicht allzu viel zu lachen gibt. Wie erklärst du dir das? Ist das irgendeine Reaktion von dir auf Amerika? Möglicherweise? Ich würde schon sagen, ja, nicht? Also, es hat mich noch nie so ein Land so zum Lachen animiert. Obgleich ich sagen muss, ich habe nicht dieses Lachen drückt nicht aus, dass ich mich lächerlich mache über dieses Land. Das hatte damit gar nichts zu tun. Aber es liegt auch zum Teil daran, dass man sehr viele Dinge wiederfindet, die man aus der Vergangenheit längst kennt. Zum Beispiel hat mich in Amerika, in New York und in Chicago der ganze Visus der Stadtbilder und der Schaufenster und vieles andere, auch Details, auch technische Details, zum Beispiel Hydranten und alles sowas, hat mich an meine Kindheit erinnert. Mhm. Nicht an meine Kindheit erinnert. Ich fühlte mich zurückversetzt nach 1925 oder so etwas. Nicht? Mhm. Also ich konnte mich kaputt lachen über dieses Land. Also wirklich. Ja. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Voraussetzung. Man kommt dadurch auch in irgendeinen viel unbefangeneren Kontakt mit den Menschen. Und man kommt eigentlich wie so von irgendeinem anderen Stern, kommt man dahin. Wir haben ja nun diese Reise von Beginn an auf Video aufgezeichnet. Und ich hatte den Eindruck, dass du erst Spaß daran gefunden hast, als wir in Chicago, wirklich Spaß gefunden hast daran, als wir in Chicago diesen Sekundenfilm über das Leben des Chicagoer Gangsters John Dillinger gedreht haben. Was verbindet dich mit John Dillinger? Gibt es einen konkreten Grund, weshalb du also plötzlich jetzt dich für die Aufzeichnung zu interessieren begannst? Ja, ich meine, ich habe immer mit diesen Ideen von John Dillinger gelebt.
Ja, also ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass die Leute sofort festgestellt haben, dass John Dillinger noch lebt. Der wurde ja ganz unruhig, der Bäcker, der alte Mann, als ich auf einmal so aus der Bude geschossen kam. Was meinst du, Gerhard? Also. Jetzt wir haben ja auch theoretisch nachher begründet, wieso man so etwas machen muss. Weil man auf die Energie, die in einer solchen Biografie drin liegt, einen großen Wert legen muss. Nicht? Dass man allerdings auch einen Wert darauf legen muss, dass diese, alle diese Energien, die ja, sagen wir, negativ gepolt waren, auch zum Beispiel bei Dillinger, dass man, dieser Energie einen anderen positiven Impuls gibt. Nach dem Motto, nicht wahr, wir, unser Impuls, der ist unser, sagen wir ruhig mal, unser Liebesimpuls für solche Menschen oder überhaupt für Menschen, der ist dreifach. Der ist untermenschlich, menschlich und übermenschlich. Verstehst du? Ja. Davon muss man ausgehen. Das ist auch unser Gewissen. Unser Gewissen ist untermenschlich, menschlich und übermenschlich. Da kann uns gar nichts mehr passieren. Josef, jetzt wieder etwas ernsterem. Hat dich nicht überrascht, dass wir auf der ganzen Reise praktisch keine direkt harte Frage gestellt bekamen, was die aktuelle Politik anbelangt? Immerhin sind wir zu einem Zeitpunkt nach Amerika geflogen, praktisch auf dem Höhepunkt der Energiekrise, das im Mutterland der Verschwendung. Als wir von Chicago wegfuhren, war die Überschrift der Zeitung, die 18 Minuten auf Nixons Tonband wurden absichtlich gelöscht. Ich habe nicht einmal das Wort Chile gehört. Das sind alles Dinge, die politisch bewusste Leute in der ganzen Welt bewegen und auch beängstigen. Hättest du nicht mehr angreifen müssen, um aus dieser merkwürdigen Pudding-Atmosphäre herauszukommen? Ja, ich habe ja versucht, ab und zu anzudeuten, was mit Vietnam war und so und solchen Dingen. Aber es war mir im Augenblick nicht darum zu tun, Kritik zu üben, sondern ich wollte etwas ganz Positives vorstellen. Ich wollte einfach einen positiven Weg zeigen, ohne allzu viel über die negativen Dinge zu sprechen. Ich habe sie bestenfalls angedeutet, weil ich meine, ich bin als Ausländer im Augenblick eigentlich nicht unmittelbar berufen, in einem Land Kritik zu üben, wo ich gerade ein oder zwei Tage bin. Es liegt mir viel näher, nicht wahr, unsere Bundesrepublik zu charakterisieren als ein Staat, der auch durchaus nicht etwas tut, was in der Richtung liegt, die wir wollen. Da liegt mir mehr daran. Ich weise immer auf die Situation also in der Bundesrepublik hin und informiere über ein Prinzip im westlichen Privatkapitalismus, der auch im Prinzip, und das habe ich ja immer wieder gesagt, dasselbe System ist. Komme dann natürlich auch zu sprechen auf die Ungeeignetheit des östlichen kommunistischen Staatskapitalismus und will ganz klar machen, dass es sich nur um eine Idee handelt, die nach einem neuen Weg sucht, daran arbeitet und dass man auch interessiert ist, möglichst viele Gruppen anzusprechen, die als zukünftige Kooperateure in Frage kommen für diese Arbeit. Infolgedessen hoffe ich, dass ich noch öfters eingeladen werde, wenn solche Gruppen wie zum Beispiel Women's Liberation an einem anderen Stand der Diskussion angelangt sind und so weiter. Noch eine Frage zum Schluss. Wir bereiten ja gemeinsam in Düsseldorf ein Projekt vor, die Freie Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Wir haben in Amerika einige Institute besucht, die von geradezu räumlich und ausstattungsmäßig gigantomanischen Ausmaßen waren. Welche Erfahrungen bringst du für unsere Schule nach Deutschland mit? Eigentlich keine neuen Erfahrungen. Auf jeden Fall noch einmal die Bestätigung einer alten Erfahrung, dass eine gut ausgestattete Schule gar nichts bedeutet, unter Umständen sogar das Gegenteil bewirkt für die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten, dass also Schulen mit großartigen technischen Einrichtungen unter Umständen die Eigenaktivität abschwächen, weil junge Menschen dahin tendieren, in dem Augenblick, wo man eine schwache Sekunde oder ein schwacher Moment im Leben eintritt, wo sie nicht aus sich selbst heraus, aus Eigentätigkeit heraus schöpferisch werden können, sozusagen die Maschinen anzustellen und die laufen zu lassen und dann zu glauben, dass das auch schon etwas wäre, wenn man alle Apparate in Gang setzt und dann die Produkte, die hinten rauskommen, auf den Tisch legt. Dass man also sozusagen das Equipment arbeiten lässt und betätigt als Selbstzweck. Ich bin eher der Mann, der dafür ist,
dass man einem Studenten gar nichts gibt, dass er sozusagen sich im Grunde sogar sein eigenes Kartoffelschälmesser so anspitzt, dass er damit eine Plastik machen kann. Ja. Denn mir ist ja völlig klar, dass der skulpturelle Vorgang, also Sachen zu formen, letztendlich irgendwo anders zu beginnen hat. Dass der skulpturale Vorgang im Denken schon beginnen kann, an dem Punkt, den wir ja immer in den Diskussionen charakterisiert haben, als wir über das Informationsmodell geredet haben, dass also Skulpturen machen, die Dinge formen, irgendwo anders begründet sein muss und da schon eine gewisse Intensität haben muss, die dann erst, sagen wir einmal, informiert wird oder die übertragen wird auf ein bestimmtes Material. Also dass es nicht sozusagen von den Werkzeugen oder vom Equipment her eine Anregung kommt oder aus den Materialien, aus dem reichen Angebot an Materialien, unter Umständen auch sehr modern aussehenden Materialien, dass davon gar nichts kommt, sondern dass nur etwas kommt, indem man auf den Punkt achtet und da ein Bewusstsein bekommt und ihn dauernd unter Beobachtung hält, wo sozusagen die Formen entstehen. Das war die Bestätigung einer alten Erfahrung. Aus all dem entnehme ich, dass du relativ bald wieder nach Amerika zurückkehren würdest. Ja, ich hätte nichts dagegen. Ich habe sogar sehr viele Punkte entdeckt in Amerika, die sozusagen schon in mir so veranlagt waren. Auch wenn man so auf den Boden schaut und die Eisbildung betrachtet und gewisse Natur. Kräfte spürt, nicht? Ganz andere Spannungen zum Beispiel erlebt. Dann möchte ich da noch einige andere Beispiele von sehen, an anderen Stellen im Lande. Wir haben ja jetzt hier an der Ostküste in New York die Kräfte beobachtet. Wir konnten auch im Mittleren Westen sozusagen eine Variante davon sehen, die wieder ganz anders aussieht. Und ich möchte dann einige Stichproben machen. Die Stichproben sind nämlich wichtig für die Revolution. Ne? Danke. Ja.